Dein Immunsystem stärken und das Ganze ohne Nährstoffe, klingt komisch, ist aber so. Bleib dran. Hey, cool, dass du reinschaust ins heutige Video. Und heute geht es mal ums Thema Immunsystem, einfach weil es gut zu der Jahreszeit passt. Ja, wir haben jetzt Mitte November bei der Aufnahme von diesem Video. Und das Immunsystem ist natürlich heute ein großes Thema. Die Krankenzahlen steigen. Auch die durchschnittlichen Tage der Krankheitsbeurlaubung durch verschiedene Krankenkassen sind die letzten Monate natürlich wieder angesprungen und der Durchschnitt die letzten Jahre ist sowieso nach oben gegangen. Und hier möchte ich dir einfach ein paar Tipps geben, was du für dein Immunsystem tun kannst, und zwar außerhalb von den klassischen Nährstoffen. Ich habe schon das eine oder andere rund ums Thema Nährstoffe erzählt. Ich denke, da brauche ich jetzt an dieser Stelle erstmal nichts weiter sagen. Nur, was kannst du darüber hinaus noch machen? Und zwar, erstens, Emotionen. Wusstest du, dass deine Emotionen direkt einen Einfluss haben auf dein Immunsystem? Hast du viel negative Emotionen, vielleicht auch ein negatives Umfeld um dich herum, kann das dein Immunsystem schwächen? Anders wiederum natürlich können positive Emotionen, positive Gedanken dein Immunsystem stärken. Also hier natürlich auch gleich damit der erste Tipp: Versuch so viel positive Emotionen wie möglich in deinen Alltag reinzubekommen. Was ich immer eine tolle Sache finde rund um das Thema ist ein Dankbarkeitstagebuch und vielleicht auch das Meiden von den klassischen Medien, Zeitungen, Nachrichten und so weiter. Die sind voll von negativen Nachrichten und sowas stimmt natürlich dann auch negativ, und da ist es dann umso wichtiger, dich möglicherweise nur gezielt zu informieren für die Dinge, die dich wirklich interessieren, dich allerdings fernzuhalten von dem ganzen negativen Gesabbel, was irgendwo in den ganzen Medien rumschwirrt. Das zweite ist natürlich Stress. Stress, wie so oft, ich muss es leider immer wieder betonen, ist für vieles ein Thema, unter anderem eben auch fürs Immunsystem. Das heißt, hast du viel chronischen Stress, dann ist das eher negativ für dein Immunsystem. Das heißt, das Cortisol, das Stresshormon, was hinten dran produziert wird, das supprimiert oder deaktiviert sozusagen dein Immunsystem. Das fährt es runter, das schwächt das Immunsystem. Auf der anderen Seite gibt es akuten Stress. Das heißt, wenn du kurzzeitig Stress hast, möglicherweise auch einen natürlichen, positiven Stress, und dann kann es dein Immunsystem wiederum stärken. So ein positiver Stressor kann zum Beispiel sein Kälteanwendung, Kaltbaden, Eisbaden, auch die kalte Dusche, die dich erstmal kurz stresst und dann gleich wieder entspannt und deutlich mehr entspannt, als du vorher gestresst warst. Ähnliches kannst du zum Beispiel auch mit Fasten erreichen oder mit Sport, mit Bewegung, indem du vielleicht eine Bewegungseinheit hast, die kurz hochintensiv ist und dann allerdings wieder schnell runterkommt. Das heißt, das lange, gleichmäßige Walken, was auch immer, ist da eher kontraproduktiv. Okay? Gut, das Dritte, was du natürlich machen kannst, ist ja da schon integrieren, nämlich die Bewegung. Bewegung ist für und gegen alles gut, sage ich immer so schön. Und da kann es zum Beispiel helfen, statt langen, lockeren Einheiten kurze, intensive, knackige Workouts durchzuführen. Und das Coole ist, wenn du das Ganze draußen im Freien machst, zum Beispiel mit Sprinteinheiten am Berg irgendwo in der Natur, dann hast du hier nochmal einen deutlich besseren Effekt, als wenn du jetzt irgendwo in einem Fitnessstudio bist, wo du möglicherweise schlechte Luft hast, viel Krach um dich herum und dann da stundenlang auf dem Stepper dich verbringst, dann ist das eher kontraproduktiv für dein Immunsystem. Rund ums Immunsystem ist dann entsprechend, wie gesagt, Bewegung und das Ganze in der Natur, nicht zu lang, eher kurz und knackig relevant. Und was du außerhalb von den Nährstoffen noch machen kannst, ist natürlich das Thema Vitalpilze. Vitalpilze finde ich da immer maximal wichtig. Viele Vitalpilze haben auch in Studien gezeigt, dass sie unser Immunsystem positiv stimulieren können, bis hin zu einer Krebstherapie, und sind daher sehr wertvolle Ergänzungen zu den Nährstoffen, die du hoffentlich eh schon nimmst. Und deswegen empfehle ich hier immer, eine hochwertige Vitalpilzkombination mit einzubauen, rund um Reishi, Mandelpilz, Maitake, Shiitake oder auch der Chaga. Das sind so meine Favoriten rund um Vitalpilze. Die kannst du entweder regelmäßig in deine normale Ernährung einbauen, indem du zum Beispiel mit funktionellen Lebensmitteln arbeitest, oder aber indem du vielleicht gezielt mit hochdosierten Kapselextrakten hier arbeitest. Mehrere Möglichkeiten. Ich hoffe, da war was für dich dabei. Und zu den Nährstoffen findest du einiges in anderen Videos. Wenn du ansonsten Fragen hast, wenn ich dich unterstützen kann, dein individuelles Immunsystem zu stärken oder auch mal zu schauen, was deine Genetik hergibt für dein Immunsystem, dann
schreib mir einfach eine Nachricht oder buch dir am besten direkt unter dem Video gleich einen individuellen, unverbindlichen Health Call, bei dem wir einfach mal telefonieren und schauen, wo du stehst, wo du hin möchtest, ob und wie ich dich am besten unterstützen kann. Und danke dir, dass du bis zum Ende dabei warst. Lass auf jeden Fall den Daumen da, abonniere den Kanal, falls noch nicht gemacht, und wir bleiben in Kontakt. Danke dir und bis bald.